Hallo zusammen, hier ist der Medisnomics, der Bodergonob. Heute gibt es nochmal eine Folge vom Erzpro. D2, weil es ist die letzte, die ich habe. Dann muss ich selber warten. Schon ein schönes Gefühl, mal eine Lücke gerissen zu haben im Kartonstapel und mal nichts mehr verbauen zu müssen und nicht mehr hinterher zu hängen. Das ist ein sehr seltener Moment bei meinen Bastelprojekten sozusagen. Nochmal zur verkorksten Folge 21. Hat mich gefreut, dass viele sich gemeldet haben und sich geäußert haben. Vor allen Dingen zu dem Thema gelöschte Daten. Ja, da ich ja beruflich auch mit Daten zu tun habe, bin ich da ein bisschen gebrandmarkt, beziehungsweise, naja, habe ich eine gewisse Sorgfalt entwickelt. Also so schnell verliere ich keine Daten. Das Einzige, woran ich mich jetzt noch erinnern kann, die letzten 2-3 Jahre hier oben am Bastelplatz, ist, muss ich zugeben, ich habe ein Heft vorgestellt und Bauteile ausgepackt. Und mit einem Auge schied man ja immer auf dem Display von der Kamera und auf einmal, puff, war der Display schwarz. Okay, ich habe da schon was geahnt, aber bin dann runter am PC, habe den Chip eingesteckt und war dann schnell klar, dass die Datei halt nicht mehr korrekt abgeschlossen wurde, das Filmchen. Die war zwar rettbar, die Datei, aber der korrekte Abschluss von dem ganzen Käse hat gefehlt. Damit war die Datei unbrauchbar. Aber gut, man kann ja das Heft nochmal vorblättern, lesen und die Bauteile. Da sagt man dann halt, okay, ich hab's halt schon ausgepackt. Also es war ein kleinerer Fauxpas. Deswegen gucke ich auch immer mit 27 Augen auf den Ladezustand von dem Akku, von der Kamera. Jo. Dann kommen wir mal zur Folge 22 vom R2D2. Und da muss ich dann auch nochmal erwähnen, wieder ein Kommentar vom Willi B. Mir fällt gerade der Nachname nicht ein. Er hat einen interessanten langen Kommentar geschrieben. Da wird doch wohl nicht was im Kommen sein. Vielleicht haben wir wieder einen neuen Modellbaukanal, wo mal ein Filmchen gedreht wird. Er baut ja, glaube ich, den Unimog und überlegt sich den Königstiger, glaube ich. Ich bin auch noch am Überlegen, aber gut. Noch komme ich am Bestellbutton vorbei. Aber schaue sehr interessiert bei den anderen zu vom Königstiger. Und wie gesagt, Willi, wenn du mal hier ein Filmchen drehst, mach es erstmal ganz flach. Vielleicht als Tipp. Ohne Intro, ohne Abspann. Einfach mal so rausrotzen. Ganz einfache Folge. Die meiste Zeit wirst du dann eh unten sitzen. Also mitschneiden und hin und her gucken, rendern, hochladen. Also ich selber sitze die wenigste Zeit hier oben am Basteltisch. Ich sitze dann eher unten. Aber gut, wenn du das jeden Tag machst, so wie ich gerade, dann kommt wieder Routine rein und es geht dann immer schneller. Also ein paar Minütchen pro Tag vielleicht so. Klick, klick, klick. Man hat sich wieder dran gewöhnt. Man ist im Fluss. Macht die Videos bloß nicht perfekt. Das lohnt nicht am Anfang. Ich habe mal an einem Video gesessen. Eine halbe Nacht oder so. Und dann waren ganz wenige Klicks. Obwohl, das war ein perfektes Video für mich. Aber es hat, wie gesagt, niemand groß interessiert. Und dann habe ich mal ein Video rausgerotzt. Einfach so weg und raus und fort. Und es hatte Klicks ohne Ende. Wie gesagt, nicht, bloß noch nicht verzweifeln. Ja, aber die YouTuber, die sich das angucken, die sind unberechenbar. Das weißt du nicht, ob sie da Interesse haben. Achso, wenn du mal 2-3 Filmchen gemacht hast, qualitativ, egal. Hey, dann kriegst du vielleicht von mir einen Trabi von Kopi geschenkt. Also, schlaf recht schön, überleg dir das Ganze und wir schauen mal weiter, was mit dir passiert. Aber setz dich nicht unter Druck. Jetzt machen wir eine R2D2, ich habe genug gelabert, ich wollte es gar nicht. Aber es musste raus. Erledigt. Und gut ist. Was hat das jetzt mit dem Riverboat zu tun für einen Gambler? Wo sind wir denn jetzt? R2D2, Ausgabe 22. Faden verloren. Oder nie. Lando Calrissian. Schön. Wie heißt er wirklich? Calrissian. Mit L. Wer spricht schon das L?
Billy Dee Williams. Aha, jetzt weiß ich den Namen auch mal. Ein guter Charakter, hat seine Rolle ganz gut gespielt, finde ich auf jeden Fall. Da haben wir hier wieder mal ein paar komische Figuren. Und hier wieder schönes, edles Rechenzeug. Mein lieber Mann, das war noch Mechanik vom Feinsten, oder? Trommeln und was? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, auch lesenswert. Müssen wir mal gucken. Aber dann sind wir schon bei den Bauteilen. Es gibt nicht so viel zu tun in der letzten Folge, die ich noch hier liegen habe. Und zwar dreht sich alles um ein Logik-Funktionsdisplay. Okay, müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Auf jeden Fall muss ich wieder schwarze Schrauben suchen. 4 Stück, 6 mm hieß es. Sind das 6 mm? Die sehen so lang aus. Doch, das sind 6 mm. Weil das sind 1 cm. Und das sind 6. Jetzt könnte ich Krimi-Kack spielen und boah, ich weiß aber nicht, wo das Lineal ist. Ne? Ja, gekackt, gekrümelt, gekrümelkackt. Da ist es ordentlich drunter. Schwäch. Eigentlich liegt es da mal da oben. Also, Merkzettel, Lineal suchen. Und 6 mm, das wird schon stimmen. Ja, nämlich. Ich nehme die 4 schwarzen Schrauben einfach aus der Schachtel. So ist es. Und mit den dicken Finger holen wir es nicht raus. Wir holen es natürlich mit dem Schraubendreher raus. Und bevor wir überhaupt loslegen können, muss ich natürlich die Teile auspacken. So sieht das aus. Jawohl. 22. Damit ich es nicht vergesse, lasse ich es jetzt auch hier liegen. Ständig fällt mir die Nummer nicht ein. Das muss Alzheimer sein. So, das sind die Logistik, der Logistik-Display und die Abdeckung und die Halteplatte, die wir jetzt zusammenschrauben müssen. Sehr schön. Das wird bestimmt entspanntes Bauen. Vorher eine Folie abziehen, die drauf sein soll. Ist da wirklich eine drauf? Ist da eine drauf? Entspanntes Bauen. So, nee. Das gibt's doch nicht. Echt? Moment. Also fangt mal nicht an, hier irgendwie rum zu popeln, sondern ihr braucht gute Fingernägel und dann zieht man die Folie noch hier ab auf dem schwarzen Feld. Da ist die drauf zugeschnitten. Wenn man hier anfängt, da denkt man, da geht auch was, aber nee, lass das mal. Und ansonsten bauen wir jetzt noch ein Stück weiter, indem wir einfach das jetzt da reinfummeln. Kann ich das falsch machen? Nee, kann man nicht. Wir haben 2 Stifte. Dann passt das nur so rein, weil auf der Seite einer ist. Dann müssen wir die Montageplatte noch dran befestigen. Wie kann ich da auch einen Fehler machen? Überlegen kurz. So halten. Nee, wie? Da ist das Ding. Also wie ich mich kenne, ich Künstler, ich mache das wieder falsch. Also, wie auf dem Bild. Wo ist die Ecke? Die Ecke hier oben, das Ding nach oben halten. Der Anschluss, mein Gott, hier, der Anschluss passt doch nur hier rein. Was mache ich denn hier rum? Mein Gott, echt. Wie der erste Mensch. Wie der erste Modellbauer. Ne? Da. Unfassbar. So, jetzt müssen nur noch die Schrauben passen. Die 4 Stück. Und dann, Freunde der Sonne. Oh, sind sogar die richtigen. Gehen sofort rein und halten. Dann können wir was testen.
Ja, man glaubt es kaum. Man glaubt es kaum. Die Teile musste ich zwar ein bisschen suchen, aber ich habe sie gefunden. Und zum Glück waren sie alle beieinander. Es gab vor mehreren Monaten mal eine Folge, da hatten wir schon mal was getestet. Und diese Baugruppe habe ich dann auch zusammengelassen. Boah, Batterien sind noch gut. So, aber jetzt kommen wir zu dem Test vom Logistikpanel. So, die vier Schrauben haben wir jetzt verbaut. Gut. 1, 2, 3, 4, genau. Und das ist die Baugruppe, die ich gesucht habe. Das war der letzte Test. Nochmal einschalten, vielleicht von früher sentimental werden. Nö, jetzt geht's nicht. Nein. Einschalten, nicht ausschalten. So. Ja. Gut. Da ist noch ein bisschen Saft drauf. Und da ist ein bisschen wenig. Da ist ein bisschen, naja, komisch. Warum auch immer. Gut, das Panel brauchen wir nicht mehr. Von früher. So, jetzt tun wir das anschließen. Nochmal gucken. So, die Kerben sind da. Zack. Und was sagt die Anleitung? Da wo Power ist, drücken. Ja, das geht. Das andere, oh, wird auch gehen. Beide Schalter gehen. So, machen wir nochmal eine ultimative. Licht, Test, aus, aus. Seid ihr noch da? So. So flimmert es rein. Ist doch nett. Ja. So, Licht an. So, jetzt habe ich alles weggebaut vom R2D2. Jetzt habt ihr von mir Ruhe, bis die nächste Lieferung kommt. Angeblich hat Fanhome das nächste Paket schon auf die Reise geschickt. Schauen wir mal. Ich rechne mit nächster Woche. In dem Sinne, ich hoffe, ihr seid mal wieder bei einem meiner nächsten Videos dabei. Und ja. Dann hoffe ich mal, bis demnächst. Ciao, tschüss. Euer Metalstorm, der Modellbau-Noob. Ciao.